Was haben wir hier? Zusammen mit den zwei Kameras im Äußeren des Fahrzeugs habe ich diese wunderschön geformten 7 Zoll OLED-Displays, die mir den Rückspiegel zeigen. Warum sollte man das machen? Zum einen habe ich einen größeren Winkel als vorher mit dem konventionellen Spiegel, ich sehe also mehr. Zum anderen habe ich bis zu 10% weniger aerodynamischen Widerstand, was natürlich den Verbrauch senkt. Das dritte coolste Feature davon ist aber natürlich, dass ich mich auf die jeweilige Fahrsituation einstellen kann. Ich kann zum Beispiel auf der Autobahn weiter nach hinten zoomen, sodass ich den Verkehr sehe, den ich auch sehen muss. Anders bei einem Parkplatz, ich kippe die Kameras nach unten, sehe den Bordstein und ich fahre mir meine Felgen nicht mehr an. Und daneben ist es natürlich auch super cool. Ich kann meinen Winkel selber einstellen, der wie gesagt größer ist als vorher. Ich kann beide Spiegel an dieser Stelle verstellen und die einzelnen Fahrmodi, von denen ich eben gesprochen habe, im MMI herschalten.